Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie wir in einem unserer letzten Programme gesehen haben, war Mr. Oliver Hardy stets ein Mann, dem nichts die Lust und die gute Laune verderben konnte. Und der am glücklichsten war, wenn er viel Gesellschaft um sich hatte, die er glücklich machen konnte. Doch ist auch diesem Glückspilz einmal etwas widerfahren, was ihm das Lachen vergehen ließ und ihn tief gekränkt hat. Das war 1917 in New York, einer Stadt, die Mr. Hardy seitdem in schlechtester Erinnerung hatte. Er arbeitete damals in einem Atelier in New Jersey, in der Nähe von New York. Im April 1917 traten die Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg ein. Kaum hatte Hardy die Nachricht erfahren, da eilte er voll Enthusiasmus und von den heiligsten patriotischen Gefühlen beseelt in das nächste Rekrutierungsbüro und meldete sich bei dem zuständigen Offizier als Freiwilliger. Der Offizier starrte den damals schon recht beleibten Mr. Hardy an, würdigte ihn nicht einmal einer Antwort und rief in das nächste Büro: Hallo, Sergeant, kommen Sie doch mal rüber und schauen Sie sich an, was sich hier als Freiwilliger meldet. Der Sergeant kam und sah sich Mr. Hardy an und die beiden Krieger lachten sich kaputt und machten über den dicken Olli komische Bemerkungen, die dieser gar nicht komisch finden konnte. Ich denke, du hast eine gute Menschenkenntnis, Olli. Habe ich auch, aber bei dem hat sie versagt. Für die Schmach, die ihm anno 1917 von diesen beiden Kommissköppen angetan wurde, hat sich Mr. Hardy mit Hilfe seines Freundes Stan im Lauf ihrer Karriere weidlich gerecht. 1932 drehten die beiden die Militärburleske Pack Up Your Troubles, indem sie ihrem cholerischen Vorgesetzten James Finlayson das Grausen beibringen. 1938 kehrten sie mit Blockheads in den Schützengraben zurück und demonstrierten eindrucksvoll, wie viel Schwachsinn soldatische Disziplin hervorbringen kann. Kaum hatten die findigen Militärs, mit Hilfe der nicht weniger einfallsreichen Politiker, einen neuen Krieg hervorgebracht, da waren Mr. Laurel und Mr. Hardy 1941 mit ihrem Film Great Guns zur Stelle und zeigten von Neuem, dass man eher dem Feind das Fürchten als einem Brahma-basierenden Sergeant den gesunden Menschenverstand beibringen kann. Das ist ebenso, als ob sie ihm in das eine Ohr was reingießen und es kommt aus dem anderen wieder heraus. Das klappt niemals. Die Militärburleske von den großen Kanonen stellt einen gewissen Einschnitt im Schaffen von Mr. Laurel und Mr. Hardy dar. Seit sie 1926 zum ersten Mal als Gespann aufgetreten waren, hatten sie immer für Hal Roach gearbeitet, einem der tüchtigsten und fleißigsten Slapstick-Produzenten von Hollywood. Great Guns aber, der Film, den wir heute sehen werden, markiert einen neuen und nicht ganz so lustigen Abschnitt. Wir verbrennen unsere Vergangenheit. Die Zeit von Hal Roach war also vorbei. Und Mr. Laurel und Mr. Hardy gerieten in die Mühle der großen Gesellschaften. Zuerst der Fox und dann der MGM. Und von Freiheit oder gar von Mitbestimmung war nicht mehr viel die Rede. Wenn er sagt rechts um, dann machst du rechts. Immer mir nach. Es war wie der Filmhistoriker Raymond Dargnet schreibt. Eine der miesesten Beispiele kommerzieller Ausbeutung, die Hollywood sich je geleistet hat. Aber darauf werden wir noch zurückkommen. Für heute aber viel Spaß mit den großen Kanonen, Mr. Laurel und Mr. Hardy. Schneckchen, wenn du hier auf der Erde rumkriechst, kannst du nie auf einen grünen Zweig kommen. Aber nicht wieder runterfallen. Mach's gut. Sei nicht so laut, Penelope. Soll vielleicht der Chef aufwachen? Eine feine Dame pfeift nicht, Penelope. Lass das. Hey, Sie, Herr Postra. Ist Herr Forrester zu Hause? Mr. Forrester in? Psst, gib sie her. Der Chef darf nicht gestört werden. Das ist aber eine sehr wichtige Angelegenheit. Wieso haben Sie ihn gelesen? Ich sehe, was ein Gestellungsbefehl ist. An solchen Sachen sind wir nicht interessiert, Herr Postal. Aber ich gebe Ihnen trotzdem weiter. Das möchte ich Ihnen noch raten, sonst muss Herr Forrester ins Gefängnis. Hey, Olli! 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 Psst! Wenn du schon unbedingt
Lärm machen muss, dann mach wenigstens leisen Lärm. Er schläft. Was ist denn? Der Chef hat einen Gestellungsbefehl bekommen. Das ist reine Portoverschwendung. Die sind verrückt, einen kranken Menschen wie den Chef überhaupt in Erwägung zu ziehen. Hier. Trotzdem müssen wir den Brief übergeben. Damit er einen Herzinfarkt kriegt. Mach ihn nur auf. Er muss ins Gefängnis, wenn er nicht hingeht. Ach, Unsinn, Stan. Dr. Schickele hat ihn untersucht und festgestellt, dass er todkrank ist. Der liebe Daniel hat nicht weniger als 112 verschiedene Krankheiten. Einschließlich Scharlach, Typhus und Diphtherie. Trotzdem kriegt der liebe Daniel das Briefchen. Eins von beiden ist ihm sicher. Entweder Armee oder Gefängnis. Penelope, was willst du denn mit einem Gestellungsbefehl? Guten Morgen, Dr. Schickele. Was für ein wunderschöner Morgen ist das heute Morgen. Die Sonne strahlt, die Vöglein tirillieren, überregt sich was. Dr. Schickele ist da. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Dr. Schickele, wie steht's? Anything new? Tumor! Ich habe zwei neue Krankheiten zwei für neue? Sie. Ja, davon eine, die es überhaupt noch nicht gibt. Das ist ja fürchterlich, Agathe. Regen Sie sich nicht auf, meine Damen, ich finde noch mehr. Geben Sie mir erstmal diese Medizin, dann hat er morgen garantiert was Neues. Oh. Guten Morgen, Jungs. Kommt nur rein. Ich bedauere, dass es mir leid tut, aber wir möchten gern für ein paar Jahre Urlaub haben. Gleich für ein paar Jahre? Mhm. Ja, die brauchen wir. Wir müssen nämlich ins Gefängnis, Olli. Ja. Alle beide und so plötzlich? Ja, stellen Sie sich vor, Penelope, das Dometier hat doch ihren Gestellungsbefehl aufgeschrieben. Gestellungsbefehl? Oh, mein Buchstabe ist nun dran, Tante Agathe. Ich bin doch tauglich, Doktor. Ja, aber nur, wenn Sie Ihre Übungen im Bett absolvieren können. Du bist viel zu schwach, Daniel. Du hattest schon als Knabe bei den Pfadfindern Schweißausbrüche. Oh, da ist er ja. Penelope, du nichtsnutziges Ding. Ich könnte dir alle runterhauen, blöde Gans. Ich gab per Luftpost. Nehmen Sie das Tier weg. Nehmen Sie sofort das Tier weg. Sie wissen ganz genau, er ist an Wiedersehen, Federn. Oh, stellt euch vor, ich muss morgen schon zur Musterung. Das dürfte sich wohl um einen Irrtum handeln. Wieso? Vielleicht nehmen Sie mich. Keine Sorge, ich schicke denen ein paar von ihren Röntgenbildern. Na, hier steht persönliches Erscheinen erforderlich. Ich werde hingehen. Ja, aber... Kommt. Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Guten Morgen, Olli. Halt's Maul. Mann, für den muss der Heldentod direkt eine Erlösung sein, stimmt's? Jo, da wären wir. Darf ich vorstellen, Herr Daniel Forrest? Warten Sie bitte. Sehr gütig hier drüben, Chef. Vorsicht, Vorsicht. Ich weiß. Daniel ist allergisch gegen jede Art von Erschütterung. Pusten Sie sofort das Streichholz aus. Sind Sie irgendwo ein Schildrauchen verboten? Unser Chef verträgt nun mal keinen blauen Dunst. Der Nächste, bitte. Franz Dombrowski. Hier. Sind Sie Dombrowski? Ja, gehen Sie rein. Einen Augenblick, Herr Kollege. Mein Name ist Dr. Hugo Schickele. Mein Patient, Herr Forrester, ist durch irgendeinen fatalen Irrtum hierher beordert worden. Der Mann ist todkrank. Seit über 15 Jahren kämpfe ich darum, den bedauernswerten Menschen am Leben zu erhalten, Herr Kollege. Bitte überzeugen Sie sich, dass der Patient noch lebt, ist ein reines Wunder. Tut mir leid, aber die Vorschriften verlangen, dass wir ihn untersuchen. Gehen Sie mal da rein, junger Mann. Sie müssen hierbleiben. Die Untersuchung darf nur von Armeeärzten vorgenommen werden. Bitte nicht böse sein. Armeeärzte. Dass ihr Daniel ja nicht aus den Augen lasst. Alter geht vor Schönheit. Schlangenbiss? Nein, ich messe seinen Blutdruck. Verschwinden Sie. Schade um die schöne Zeit. Sie werden keinen Tropfen Blut finden. Nein, bestimmt nicht, Herr Doktor. Wir haben ihm schon zum Geburtstag einen Karton Blutkonserven geschenkt. Nun aber raus mit Ihnen! Raus! Wie alt sind Sie, Forrester? 23. Und trotzdem schon an der Schwelle des Greisenalters. Sehen Sie sich seine Rippen an. Die können Sie als Waschbrett benutzen. Ihr Blutdruck ist vollkommen normal. Ach, das kann ich kaum glauben. Wer weiß, was Sie da gemessen haben. Der Chef hat überhaupt kein Blut. Höchstens da im Oberarm ist noch ein bisschen was. Horchen Sie mal. Hören Sie, wie alles in ihm gegen Ihre Untersuchung revoltiert. Das muss die Trillerpfeife sein, die er vor 10 Jahren verschluckt hat. Oh nein, das war ich. Unterlass das gefälligst, ja? Na, wie steht's? Absolut tauglich. Tja, dann bin ich also vollkommen gesund. Was noch fehlt, besorgt der Armeedienst. Jetzt nehmen Sie schon Scheintote beim Militär an. Werdet bloß nicht frech, euch schreiben wir auch noch tauglich.
Hey, Sergeant, der Koch lässt sagen, wenn die 9 bis 7 Uhr nicht da sind, bekommen Sie kein Frühstück. Sag ihm, er soll's Maul halten. Der Zug hat Verspätung. Freiheit! Ade. Den Kaff sollen wir noch ein Jahr aushalten. Nur noch Zeit, dass die Langeweile gefahren aufhört. Herrliche Gegend. Ja, nichts als Gegend. Sieh mal, der Cowboy da wartet schon auf uns. Das alle Männer? Ja, fast. Zwei wollen nicht aussteigen. Hier ist doch kein Maskenball. Hast du den Wecker gehört? Ich wecke euch schon. Hier braucht ihr keinen Wecker. Siehst du, das Wecken besorgt dir der Reitersmann. Maul halten. Los, los. Ihr habt nicht viel Zeit. Wer Frühstück haben will, muss sich ranhalten. Bitte, Herr Reitersmann, Herr Forrester ist nicht der kräftigsten einer. Wir wollten uns nur überzeugen, ob er hier die richtige Pflege hat. Die richtige Pflege? Ja, führen Sie uns jetzt zu seinen Gemächern. Wir bringen ihm dann das Frühstück ans Bett. Nicht zu laut. Tut mir leid, meine Herren, aber die Suite, in der Sie untergebracht sind, ist noch nicht ganz fertig. Ich werde veranlassen, dass der Herr General seine Räume für Sie freimacht. Well, under those circumstances, we'll wait. Whenever you men don't want to eat, you're coming along anyway, for the exercise. I never eat in the middle of the night. I could eat this horse. What I could go for is a little more shut-out. Wo ist denn die Frühstücksstube? Aber Penelope, was suchst du denn hier? Wir kriegen doch die Welt ist. Sie haben wohl einen Vogel. Das kann man wohl sagen. Sehr fein beobachtet. Sie sind gar nicht gefragt. Maul halten, verstanden? Ich wünsche nicht, dass sich der Vogel auf dem Gelände rumtreibt. Penelope, dieser Herr mag dich nicht. Es ist besser, wenn du nach Hause fliegst. Mach schon. Es sind ja nur 2000 Kilometer. Hör mal, flieg vorsichtig. Hallo. Und wenn du über St. Louis bist, musst du links abbiegen. Auf Wiedersehen. Achtung, Männer, wir folgen. Aber Laufschritt, marsch, marsch. Alter Mann, ist doch kein D-Zug. Wenn die so weitermachen, dann werden sie mich aber sehr schnell verärgern. Die beiden sind das ganze Geld wert. Das fängt ja gut an hier. Ach, jetzt hab ich mich auch noch. Hier geht's ja lang hier. Danke, Olli. Hinten anstellen, du Fettwanst. Ein eingebildeter Fatzke, was, Harry? Du, sag mir's. Platz da. Hey, Koch, wir sind auch noch da. Mehr als arbeiten kann ich nicht. Ich habe auch nur zwei Hände. Kein Grund zur Aufregung. Es reicht für alle. Ja,
Stan, ich benötige Butter. Moment. Hier, guten Tag. Tag. Koffeinfrei? Spezialmischung. Nicht? Das hätten wir. Sehr gut gemacht, Stan. Ja, wenn du mich nicht hättest. Hey, Olli, sieh dir das an, sieh dir das an. Sie dürfen doch keine Eier essen. Sie sind gegen Eier und Schwefel allergisch. Ich habe einen Mordshunger und mir schmeckt's. Sie haben doch gehört, was Dr. Schickele über Weißbrot gesagt hat. Und der Stabsarzt hält Dr. Schickele für eine Pfeife. Hier, Chef. Eine Mahlzeit von 7 Gängen ist in einer einzigen von diesen Pillen enthalten. Ein kompletter Festschmaus. Sind auch Speck und Eier enthalten? Nein, aber dafür erstklassiger Geflügelextrakt. Ja, und konzentrierter Spinat, makrobiologisch. Schlucken Sie es nur. Ich werde essen, was man mir hier vorsetzt. Und wenn es mir den Magen verrenkt. Glatter Selbstmord. Es ist sehr lieb von euch, dass ihr in die Armee eingetreten seid, um auf mich aufzupassen. Aber ihr habt schon genug zu tun, um der Armee zu dienen. Ihr könnt nicht auch noch mir dienen. Oh, das schaffen wir leicht. Wir sind ja noch jung und elastisch. Kümmert euch lieber um euer eigenes Frühstück. Seht mal. Ich glaube, Ihnen ist ein kleiner Irrtum unterlaufen. Das sind unsere Eier. Ach nee. Wann habt ihr denn die gelegt? Eben, ich hab sie selbst aufs Tablett gelegt, nicht wahr? Ja. Hast du hier einen Gackern gehört? Nee, im Gegenteil. Wir wollen ja keinen Streit vermeiden, aber wir sind dem Verhungern nahe. Wir haben 3 Tage lang nichts gegessen. Morgens, mittags und abends. Sehen Sie, ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Mit dem Fettpolster kommst du noch nach China und wieder zurück. Und jetzt mach eine Fliege. Komm, Stan. Aber wir kennen doch den Weg nach China gar nicht. Mann, habe ich vielleicht einen Hunger. Hier, in einer Pille ist eine Mahlzeit von 7 Gängen. Das wird schon bis zum Mittag reichen. Alle mal herhören. Alles zur Kleiderkammer mitkommen. Ihr habt nur 20 Minuten Zeit. Beeilt euch. Laufschritt, Marsch, Marsch! Komm. Olli. Was ist? Ich bin noch nicht satt. Unerhört. Ich habe gesagt, im Laufschritt marsch, marsch! Wir kommen ja schon. Wir sind ja schon da. Moment. Ach, nein, mein Ruheanzug hat sich. Guten Morgen, Sergeant. Guten Morgen, Colonel. Die Neuen machen einen guten Eindruck. Danke, Colonel. Ich war etwas voreilig. Ja, scheint so. Haben Sie denn keine Uniform finden können, die passt? Das macht nichts. Der Mann hat gesagt, ich wachse noch ein. Sagen Sie, Herr Cowboy, würden Sie uns vielleicht mal knipsen? Wir wollen nämlich unsere Angehörigen überraschen. Nun, mit Vergnügen. Fein, danke. Bitte, aber nicht zu dicht. Bisschen zurück, ja? Komm her. Na, nicht so plump vertraulich, ja? Schon fertig? Du machst schon, Papi. Ah, das hätten wir. Danke. Wenn Sie was geworden sind, kriegen Sie ans Angel. Schon lange bei der Armee, Kamerad? 22 Jahre. Dann müssen Sie mindestens Sergeant sein. Nein. Dann wenigstens Korporal. I'm afraid I'm not that lucky. 32 years in the Army and not even a corporal? Stan, at last I've met somebody that's dumber than you. Stillgestanden! Weitermachen, Sergeant. Penelope, du weißt, der Mann mag dich nicht. Ist hier ein Zirkus? Sergeant, schaffen Sie sofort den Vogel weg. Jawohl. Womit habe ich bloß solch komische Vögel wie euch verdient? Sie waren vielleicht nicht gut zu Ihrer Mutter. Maul halten! Sehr gern. Um 10 Uhr antreten zu einer Intelligenzprüfung. Von euren Antworten hängt ab, wofür ihr eingeteilt werdet. Fein, im Rätselraten sind wir ganz groß. Vielleicht berufen mich die Herren in den Lehrkörper.
Ja, Sie haben genauso einen leeren Körper wie der. Bitte, wo kann ich hier einen Film entwickeln lassen? Drüben in dem Fotoladen. Vielen Dank. Oh, hallo, Sergeant. Tag. Man trifft Sie überall, Sergeant. Daran werden Sie sich gewöhnen müssen. Gibt es denn hier keine Bedienung? Ich möchte den Film entwickeln lassen. Wenn Sie es so eilig haben, schreiben Sie Ihren Namen drauf und werfen Sie ihn da rein. Meine Kamera klemmt. Ich bekomme sie nicht auf. Zeigen Sie mal her. Ich mache das schon. Na, aber nicht dem Helen, Sergeant. Sie verderben ja den Film. Ach was, ich bin ein alter... Guten Tag, ich bediene Sie sofort. Ach, danke, ich kann warten. Hippo, ich kann Ihre Bilder einfach nicht finden. Ist es sehr eilig? Soll ich mal suchen helfen? Ich habe Augen wie ein Luchs. Dankeschön, ich suche lieber allein. Dann finde ich Sie ganz bestimmt schneller, Sergeant. Sie müssen nicht immer so schlecht von mir denken. Sie verstehen mich ganz falsch. Nichts zu machen. Eintritt verboten. Mann, ist das eine Zuckerpuppe, was? Ja, sie ist wirklich nett. Was, nett finden Sie sie? Ginger ist unser bestes Pferd im Stall. Wenn ich Sie vielleicht etwas besser kennen würde, dann... Dazu werden Sie wohl kaum Gelegenheit bekommen. Ich habe sie gefunden. Sie lag mit den Fotos von Colonel Higgins. Da habe ich aber Schwein gehabt, dass er sie nicht gesehen hat. Sonst hätte er gemerkt, dass ich mir sein Pferd ausgeborgt hatte. Tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten. Macht ja nichts. Darf ich mal in die Dunkelkammer? Die Kamera klemmt und ich möchte den Film nicht belichten. Gehen Sie rein. Danke. Hey. Machen Sie aber keine Schrammen auf das Negativ, seien Sie vorsichtig. Das sind die ersten Aufnahmen, die ich je gemacht habe. Geben Sie her, lassen Sie mich das lieber machen. Ich möchte Sie nicht extra bemühen. Aber dazu bin ich doch da. Ich darf nicht und er darf. You turn that little key. Tut mir leid, aber sie klemmt immer noch. Halten Sie mal Ihre Hand unter meine. Sehr schön, und meine Brücke müssen Sie ganz festziehen. Ich bin soweit. Dann los. Shall I unroll it? Wollen wir ihn gleich entwickeln? Wird das lange dauern? Ach was, nur Minuten. Sie sind wohl noch nicht lange hier im Lager. Wie kommen Sie darauf? Ich weiß nicht, aber Sie sahen so schüchtern aus, als Sie vorhin in den Laden kamen. Ich war nur überrascht, hier ein Mädchen zu finden. Und noch dazu ein so hübsches. Jetzt machen Sie die gleichen Sprüche wie alle Soldaten. Ist das so schlimm? Ja, in der Dunkelkammer schon. Was ist das, ein Ballon? Kein Ballon, das ist Oliver. Und was ist das andere da drauf? Das ist der gute alte Stan. Die beiden waren meine Diener. Jetzt sind wir Kameraden. Die reinsten Witzblattfiguren. Entschuldigen Sie, Hippo, war noch was? Wollen Sie denn kein Geld für die Fotos? Oh, ich wusste ja gar nicht, dass Sie diesmal gleich zahlen. Was bin ich schuldig? $1.10. Bitte, wann werden meine Bilder fertig sein? Morgen. Gut, ich komme dann vorbei. Moment mal, wie heißen Sie? Lassen Sie nur, ich bringe Sie mit, er ist in meinem Zug. Bemühen Sie sich nicht, Sergeant, ich hole Sie selber ab. Ach was, macht gar keine Mühe, ich tue einem Kameraden gerne einen Gefallen. Bis nachher, Ginger. Auf Wiedersehen. Ich muss schon sagen, Sergeant, Sie sind ein netter Mensch. Hören Sie mal, Sie Casanova, wenn Sie wieder mal einen Film entwickeln lassen wollen, werfen Sie ihn da in den Kasten und verduften. Sergeant. Sehe, wenn ich Sie noch mal in der Dunkelkammer erwische, ja, aber sonst gebe ich Ihnen mal Nachhilfeunterricht, wie man Filme entwickelt. Aber meine Kamera hat doch geklemmt. Wenn das noch mal passiert, klemme ich Ihnen die Kamera in den... Wegtreten zum Rodeo. Los, wegtreten. Verschwinden. Ich werde mir inzwischen eine hübsche Beschäftigung für Sie einfallen lassen. Sehr freundlich von Ihnen, Sergeant. Hey! Ja! Hey! Gib ihm Sau! Halt dich aus dem Sattel! Hey. Jetzt schau, dass er euch die Partien kippt! Na los, Junge! Ja! Pulviro, der hat nicht mal einen Fallschirm. Das sollen Sie doch wenigstens Kissen hinlegen. Sehen Sie? Sowas nenne ich Reiten, Ginger. Das ist Korporal Peters, ne? Ja, er ist einer der zähesten Kerle im Regiment. Als er herkam, konnte er nicht mal ein Schaukelpferd reiten. Alles, was er kann, habe ich ihm beigebracht. Gratuliere! So ein Idiot. Na. Herhören, Männer! Wenn ihr denkt, wir haben das Rodeo nur zu eurer Unterhaltung veranstaltet, dann habt ihr euch geschnitten. Wenn ihr erst ausgebildet seid, müsst ihr auch so einen Ritt vorführen können. Wir brauchen Kerle, die imstande sind, ihre Monten zuzureiten.
Wer mit Pferden umzugehen versteht, der kann sich melden. Hier, ich habe schon Pferde zugeritten, als ich noch in Dreikäse hoch war. Gut. Und wie steht's mit Ihnen, Herr Klugscheißer? Früher bin ich immer geritten auf unserem Gut in Vermont. Ein talentiertes Kind, da war er noch kaum geboren. Aber als er krank wurde, war es aus mit der Reiterei. Ja? Maul halten, bei uns braucht er keinen Vormund. Hier können Sie Ihre Angebertour ruhig beiseite lassen, verstanden? Bei der Armee gibt es keine Unterschiede, da fangen alle von unten an. Augenblick, Sergeant. Ich möchte es versuchen. Nein! Chef, das dürfen Sie uns nicht antun. Schon ein Kinderkarussell ist für den Chef mehr als lebensgefährlich. Wollen Sie ihn auf dem Gewissen haben? Oh. Na, wie ist es, Soldat? Ich habe ja schon gesagt, ich bin bereit. Na schön. Hey, Murphy, gehen Sie in den Stall und satteln Sie ihm die neue Stute. Hey, Daniel, hey! Bitte. Ihre Fräulein Tanten werden uns das nie verzeihen. Ich flehe Sie an, tun Sie es nicht. Ich halte Ihnen die Daumen. Auf Sie doch so allergisch gegen Erschütterung. Hey. Ihr könnt sie loslassen. Ja, Leute, das nur gut geht. Leute, Jungs, Ordnung. Und einhalten, Daniel. Wir können stolz auf ihn sein. Alter, guter Gott. Ich kann nicht mehr. Was soll doch raus, denn? Daniel, hör auf. Hör auf, Daniel. Hör auf. Das war der großartig. Habe ich doch gesagt. Das ist ein Reiter, hm? Ja, aber er hat eine ganz unvorschriftsmäßige Haltung. Sehen Sie sich bloß mal den Kerl an. Sieht aus wie ein Rucksack. Er ist so schief wie der Turm von Pisa. Der Mann ist die reinste Schlotterhose. Dann machen Sie es ihm doch vor, wie man reitet. Jawohl, das werde ich auch tun. Steigen Sie ab! Ja, bleibt drauf! Sie haben vielleicht Mut, aber kein Talent. Jetzt werde ich Ihnen mal zeigen, wie man vorschriftsmäßig reitet. Achten Sie mal auf meine Haltung. Loslassen! Sieh mal deine Haltung! Ihr Idioten habt den Mistbock zu früh losgelassen! Ah, jetzt in dem Dreck! Du fandst das also komisch, dass das Pferd den Satz schon abgeworfen hat. Wieso? Weil ich so ein bisschen vor mich hingelacht hab? Jawohl. Du hast so diskret vor dich hingelacht, dass wir diese lahmen Krücken 7 Kilometer bergauf führen müssen, nur damit sie ein bisschen Bewegung haben. Bestimmt sehr gesund für sie. Ich mach jetzt ein kleines Nickerchen, und zwar hier auf der Stelle. Meinetwegen mach du, was ich will, aber wir dürfen unser Nickerchen nicht verschlafen. Wir wechseln uns alle 10 Minuten ab. Erst nicke ich und dann du. Eine gute Idee. Ich fang schon mal an. Ah, das tut gut. Oh. Ich fang an. Was ist das? Wir haben uns den Krieg erklärt, ohne uns vorher Bescheid zu sagen. Die Pferde! Oh, wird Hippo böse sein. Machen wir uns lieber auf den Weg. Halt, Feuer einstellen! Wie viel Treffer? 92%. Nochmal durchlaufen lassen. Hoppsa! Das schenke ich dir. Ist doch nur ein Blindgänger. Nein, nicht wegwerfen, Stan. Den heben wir auf als Andenken. Na schön. Sieh mal da. Wie aufmerksam von den Leuten. Damit fahren wir jetzt ins Lager. Oh ja.
ulkiges Vehikel. Sieht beinahe aus wie ein Fahrzeug für den Wahlkampf. Vielleicht wählen Sie einen neuen General. Du, wenn der Hippo auch aufgestellt ist, muss ich mir noch sehr überlegen, ob ich ihn wähle. Ich will ihn bestimmt nicht. Gib Feuer! Was ist denn das? Weiß nicht, hört sich an wie ein Buntspecht. Da kennst du Buntspechte schlecht. Die klopfen viel schneller hintereinander. Das ist ein Klapperstorch. Ich kenne doch Klapperstorche. Ich bin nur von einem gebracht worden. Klapperstorche machen so. Tack, 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 tack. So laut klappern die? Da hat doch einer geschossen. Ach Unsinn, du hast einen Klapperstorch nachgemacht. Und zwar genauso wie in der Natur. Habe ich die Löcher da etwa auch gemacht? Davon habe ich nichts gemerkt. Wir haben Krieg, der böse Feind schießt auf uns. Was? Es ist so laut. Die feuern aus Kanonen. Wer hat Millionen? Brüll doch nicht so, wenn die uns... Den Bauch ein. Aufhören! Aufhören! Mir reicht's! Wir ergeben uns! Ja. Feuer! Einstellen! Das müssen wir aber melden, Olli. Vielleicht wissen die anderen gar nicht, dass Krieg ist. Nichts wie weg! Nichts wie weg! Komm! Ja. Ich glaube, ich sehe weiße Mäuse. Du auch? Habt ihr euch verlaufen? Oh, Mama, haben wir was durchgemacht. Oh, ja, Chef. Was ist denn passiert? Wir sind im Krieg. Wovon sprecht ihr? Stellen Sie sich vor, man hat aus vollen Rohren auf uns geschossen. Ja, und das waren keine Buntspechte. Habt ihr einen über den Durst getrunken? Das habe ich dir gesagt, Stan. Der Chef hat uns kein Wort glauben. Hier, bitte. Wo ist das her? Vom Schlachtfeld. Wir machen daraus eine hübsche Vase für Tante Agathe und Tante Martha. Wie denn? Na so, Vorsicht, Olli. Kein Grund zur Aufregung, ist doch nur ein Blindgänger. Nur ein bisschen beschlagen. Gibt ein wunderbares Souvenir ab, wenn es poliert ist. Da, noch voller Pulver. Was machst du? Da ist doch Tabak drin. Echter Orient. Ich werde ihn draußen durchsieben. Ich siebe mit. Also hier seid ihr. Ja, hier. Wo habt ihr euch rumgetrieben? Die Pferde sind allein zurückgekommen. Haben Sie erzählt, was passiert ist? Und wer was erzählt hat? Die Pferde. Ich meine, Witzbold, hä? Wir könnten Ihnen einiges erzählen, nicht wahr, Olli? Ja. Na los, raus mit der Sprache. Wir sind im Krieg. Hier, bitte. Total durchlöchern. Ich werde euch gleich mal durchlöchern. Bei euch sieht's ja aus wie im Schweinestall. Hier hat wohl eine Schlacht stattgefunden. Nein, dazu sind wir viel zu müde. Wir bekommen überraschenden Besuch von General Taylor. Wer ist das? Maul halten! Machen Sie sofort das Zelt sauber und ziehen Sie Uniform an. Ja, herzlich gern. Und Ihnen fällt kein Stein aus der Krone, wenn Sie auch mitmachen. Verzeihung, habe ich noch Zeit dazu aufzuwischen? Ja, aber ein bisschen plötzlich. Vielleicht wird's bald. Laufschritt, Marsch, Marsch. Ja! Was ist denn das hier für ein Sauhaufen? Mein Bettchen. Und das hier? Ein Kisschen. Oh, Sergeant, ich fliehe Sie an. Maul halten, Betten bauen. Vielleicht falten Sie die Decken zusammen, wie es Ihnen beigebracht worden ist. Was ist denn? Wollen Sie mir erzählen, wie man ein Bett baut? Nein, aber Sie... Bei mir gibt es kein Aber. Was treibt ihr beiden Schwachköpfe da eigentlich, hä? Versteckspielen? Wir wollten ihn bloß halten sagen, Sie den Mund, wenn Sie mit mir reden. Ihr habt ja gar nichts zu sagen. Und wenn ihr beide meinen Zug blamiert, dreh ich euch durch den Fleischwolf. Also reißt euch am Riemen! Aber wir wollten doch nur... Eines merkt euch. Wenn hier einer was zu sagen hat, dann bin ich's. Ihr habt nur zu parieren, verstanden? Gib mal Feuer. Hier...
Nicht doch, nicht doch! Oh, oh. Und jetzt macht euch fertig, ihr Säcke! Oh. Der Sergeant ist aber auch ein zu eigensinniger Mensch. Richtig, er weiß wahre Freunde nicht zu schätzen. Was war das? Ja, was war das, bitteschön? Vielleicht war es ein Buntspecht. Oh, er hat uns einen kleinen Mohren geschickt. Tja, du kannst dich hier gleich ein wenig nützlich machen. Und jeden Donnerstag hast du Ausgang. Ja, zweimal die Woche. Ich lass euch frikassieren. Oh, der Kleine hat einen Ton wie Sergeant Hippo. Schlimmer als der. Der Kleine ist Sergeant Hippo. In voller Kriegsbemalung. Und wenn ich das ganze Lager auf den Kopf stelle, ich bekomme heraus, wer mir das hier eingebrockt hat. Weiß hier jemand, wo Sergeant Hippo steckt? Hier! Seit wann sind Sie Schornsteinfeger oder findet hier ein Maskenball statt? Sie wissen doch, dass wir in 10 Minuten Besichtigung haben. Jawohl, aber... Sie sind ein feines Vorbild. Begeben Sie sich wieder in Ihr Zelt und versuchen Sie, einen Soldaten aus sich zu machen. Jawohl, Herr Leutnant. Weitermachen. Ja. Der hat ihn aber ganz schön abgekannt. Keine Bleibbar, sagen Sie, und obendrauf Schuhwichser. So was habe ich noch nie gesehen. Du kriegst den Tür nicht zu. Achtung! Abteilung! Stillgestanden! Verzeihung. Ich komm schon. Hey, Kameraden! Präsentiert das Gewehr! Sir. So ein aufdringliches Tier. Schicken Sie morgen nach Hause Zeug per Luftpost und Eilboten. Und wenn Sie nun das Fliegen nicht verträgt? Es ist mir piepegal, wie du das Tier hier wegschaffst. Ich habe ja keinen Vogel. Wo soll ich denn mit dir hin? Lass sie doch schnell irgendwo verschwinden. Da kommt der Colonel, der General und der ganze Verein. Aber beeil dich. Hier, halt mal das Gewehr. Na, mach schon, beeil dich. Was auffällt. Tiefer. Gewehr. Hast du keinen anderen Käfig gefunden als meinen? Auf! Zurück ins Glied. Was hat der Mann? Ich habe einen Frosch verschluckt, Herr General. Sie sind beide in der Kompanie D? Ja, wir sind Nachbarn von der Kompanie C. Was will er von mir? Was will er? Sind Sie nervös, mein Sohn? Nur im A. Der junge Mensch ist sehr empfindsam. Versuchen Sie mal, sich zu entspannen. Herzlich gern. Zu viele. Reißen Sie sich zusammen, Kerl. Was soll das Theater? Ich bin ihm so dankbar. Er ist so lieb zu uns. Hier. Da. Umdrehen, Kerl. Ach so, ja. Still! Lass das! Was ist denn das, Sergeant? Eine Amsel? Oh nein, Herr General, die kommt nicht so weit nach Süden. Holen Sie sofort dem Mann den Vogel aus der Hose. Zu Befehl aus der Hose. Ach, warte, du Vieh.
Oh. Nimm die Bundesstraße 66 und an der Kreuzung... Das ist ja wohl ein toller Sauhaufen hier. Ich verlange bis morgen früh einen ausführlichen Bericht, verstanden? Weggetreten! Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Schmach erduldet. Das ist gar nicht zum Lachen. Du hast dich heute selbst übertroffen. Wenn ich gewusst hätte, dass es in der Armee so viel Spaß gibt, hätte ich mich schon längst gemeldet. Spaß ist gut. Mir war es bitter ernst. Mir auch. Ich gehe mal schnell rüber und hol die Fotos. Also bis nachher. Hoffentlich sind Sie so gut getroffen wie wir heute Morgen. Stan, der Chef macht mir großen Kummer. Inwiefern? Er benimmt sich ein bisschen seltsam, seit wir hier sind. Seltsam? Er ist mir viel zu munter. Ich weiß nicht, mir fehlen irgendwie seine Allergien. Wenn wir bloß keinen Ärger bekommen mit dem Doktor und dem Fräulein Tan. Du, Olli. Was? Wie spät ist es denn? Gleich viertel nach halb, Stan. Dankeschön. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Oh, was ist denn das? Ich hab doch nicht im Toto gewonnen. Sie haben mir nur $1 gegeben. Ich dachte, es sei ein 5. Aber das ist noch lange kein Grund, Kindchen, mir auf 10 rauszugeben. Ist ja gut. Mach bloß nicht so ein Theater. Geld ist doch nur schmutziges Papier. Ich hasse es. Ich hab's gern. Es fehlen noch 5 Cent. Oh, ich werde langsam alt und vergesslich. Wiedersehen, Chef. Wiedersehen. Sind meine Abzüge fertig? Weiß ich nicht. Sie haben mir nicht mal Ihren Namen verraten. Och, die finden wir leicht raus. Ich bin ja auf den Bildern drauf. Wo können Sie nur sein? Moment mal, ich hab's. Auf einem sind Sie mit einem Weinfass oder einer Mülltonne drauf und einer Vogelscheuche. Das ist das mit Oliver und Stan. Die sind noch in der Dunkelkammer. Kommen Sie mit, ja? Aber gern. Ich bin so frei. Wer sind Sie? Oh, das war mein erster Tag in der Armee. Da sehen Sie noch so schmal aus. Finden Sie? Die Armee scheint Ihnen gut zu bekommen. Am liebsten würde ich immer hier bleiben. Mein lieber Herr, jetzt machen Sie aber schon wieder Sprüche. Im Gegenteil, ich finde das Soldatenleben sehr amüsant. Ach so, ich dachte, Sie meinten... Das habe ich auch gemeint. Gerade wegen der harten Ausbildung gefällt es mir ja. Oh, doppelt belichtet. Oh, da bin ich gleich zweimal drauf. Schade, dass es verdorben ist. Wieso? Es gibt auch noch mehr, wo Sie drauf sind. Oh, wer hat denn das aufgenommen? Ich auf dem Pferd? Junge, da habe ich aber alle Hände voll zu tun gehabt. Das ist gut gelungen, nicht? Ja. Ach, guten Tag, Hippo. Ginger, wie wär's heute Abend mit einer kleinen Spritztour? Spritztour? Ja, ich habe das Meldekart gepumpt und den Beiwagen abmontiert. Sie sitzen auf dem Benzintank. Sie haben wohl einen Knall. Sie werden sich lange Höschen anziehen und ab geht's. Aber nicht mit mir. Dann fahren wir mit dem Omnibus. Ich finde, Sie sind etwas zu stürmisch, Schippo. Aber Ginger, Sie können mir doch keinen Korb geben. Millie aus der Schneiderei wollte sofort mit mir fahren, aber ich habe gesagt, dass wir verabredet sind. Verabredet? Was Sie nicht sagen. Wer weiß, vielleicht bin ich schon. Ach bitte, kommen Sie doch mit. Bedauere nein, Hippo. Ich habe heute einen sehr schweren Tag gehabt, Mädchen. Ich habe eine Aufmunterung verdammt nötig. Auf dem hier sieht der Sergeant zum Schießen aus. Oh, Tag, Sergeant. Kennen Sie das? Das interessiert mich nicht. Ich habe Ihnen doch verboten, die Dunkelkammer zu betreten, Sie Schleimscheißer. Ich habe in der Dienstordnung nachgesehen. Ich habe Ihnen den Eintritt verboten. Wir sind aber ein Privatunternehmen, Sergeant. Den Eindruck habe ich auch. Sagen Sie, muss denn dieser Streit dieser sein? Dieser Lackaffe soll sich gefälligst von der Dunkelkammer fernhalten. Da wird es auch keinen Streit geben. Entschuldigen Sie mich bitte. Mit Vergnügen. Einen Augenblick mal. Wir waren doch miteinander verabredet. Wieso? Was denn? Verabredet mit dem? Haben Sie was dagegen, Hippo? Wir haben uns gerade in der Dunkelkammer verabredet. Das kann doch nicht wahr sein. Mit so einem Würstchen geben Sie sich ab? Wenn schon, besser ein Würstchen als ein Pflege. Ginger, Sie machen mich wahnsinnig. Beeilen Sie sich, Hippo, sonst ist die Millie weg. Eben, sehr richtig. Wiedersehen. Hey, aber das Betreten der Dunkelkammer bleibt verboten. Das ist ein Herzchen, was? Ja.
Gefällt er Ihnen? Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse wegen des kleinen Schwindels mit der Verabredung. Aber bitte sehr, nein. Im Gegenteil. Also, ich hole die Fotos dann morgen. Warum wollen Sie denn schon gehen? Ein komischer Kauz. Sind Sie verheiratet oder sind Sie verlobt? Weder noch, Ginger. Wieso? Oder sind Sie von Natur aus schüchtern? Ich weiß nicht, vielleicht. Ich war immer zu Hause. Ich habe noch nicht viel erlebt. Hätten Sie denn Lust, einen kleinen Bummel mit mir zu machen? Oh ja, das wäre ja wundervoll. Oh, fein. Ich bin gleich wieder da. Oh, Junge, Junge, die geht aber ran. Ist Daniel schon da? Siehst du ihn? Ich nicht. Vielleicht hat er die Nase voll. Von uns? Nein, von der Armee. Was soll er denn ohne sie anfangen? Was man liebt. Es ist schon reichlich spät. Wenn er bis übermorgen nicht zurück ist, will ich das Kriegsministerium verständigen. Das ist eine gute Idee. Guten Abend, Jungs. Wo waren Sie denn so lange? Wir haben uns schon Sorgen um Sie gemacht. Wissen Sie, dass es schon nach 8 ist? Ich habe an einem Fotokurs teilgenommen. Da lerne ich entwickeln. Das haben Sie nicht nötig. Sie sind schon genügend entwickelt. Ich sage euch, fotografieren ist ein herrliches Steckenpferd. Sprechen Sie bloß in unserer Gegenwart nicht von Pferden. So gute Laune habe ich seit Jahren nicht gehabt. Das Entwickeln muss ja enorm anregend sein. Nicht anregend, aufregend. Der Junge macht mir Sorgen. Ja, der Kleine hat sich sehr verändert. Aber es hilft nichts, er kommt jetzt in die Pubertät. Hey, Stan, wie spät ist es? Kurz vor 3:15. Ziemlich feuchtes Klima hier. Ja, ich weiß, Eintritt verboten. Dann gehen Sie doch raus, Sergeant. Für mich ist Eintritt erlaubt. Ginger! Ginger! In der Dunkelkammer ist es schön. Für mich ist sie nicht tabu, nicht wahr, Ginger? Er redet im Schlaf. Ein Schlafredner. Ich wusste, dass er den Strapazen des Soldatenlebens nicht gewachsen ist. Wir müssen sofort Dr. Schickler anrufen. Ich liebe dich, Ginger. Hast du gehört, er liebt Gin, Olli? Ein heimlicher Säufer. Wie findest du sie, Tante Martha? Das ist ja ein Albtraum. Ob der Kleine gar von einer Frau träumt? So was kennt er doch noch gar nicht. Dunkelkammer, du liebe Dunkelkammer. Und wie du duftest, Ginger. Es ist was zu essen. Er ist verknallt. Das hält sein Herz nicht aus. Herr Daniel. Sie kommen zu spät, Sir. Ich bin Sir Oliver. Was habt ihr denn? Wer ist Ginger?
Ach, das zauberhafteste Mädchen der ganzen Welt. Mund auf! Jetzt werden Sie sie vergessen. Ich will sie gar nicht vergessen. Sie wissen, was Dr. Schickele über Ihr Herz gesagt hat. Ein Liebeserlebnis wäre Ihr Tod. Oh, bitte, Jungs. Tut mir einen einzigen Gefallen und geht wieder zu Bett. Und lasst mich weiter träumen. Na schön. Aber Sie dürfen es nicht übertreiben. Ich hoffe, es wird nicht lange dauern, denn nach 3 Uhr kosten unsere Frecke die doppelte Leihgebühr. Keine Sorge, sie wird Wachs in meinen Händen sein. Virginia Hammond. Virginia Hammond. Die Dame wohnt in 204. Danke. »204, meine Herren, ist im zweiten Stock.« »Oh, danke verbindlichst.« »Komm schon. Du weißt, als was du dich vorstellst.« »Natürlich, ich bin ein Mäkler.« »Nein, nicht Mäkler, Makler. Du bist ein Effektenmakler von der Börse.« »Mit einem Defekt in der Geldbörse?« »Jawohl.« Du machst gar nichts. Ich rede mit ihr. Defekt in der Geldbörse. Sie wünschen, meine Herren? Miss Hammond? Ja? Mein Name ist Morgenthau und das ist mein Geschäftsfreund Dauphin Abendthau. Wir stehen hier auf der Schwelle einer äußerst delikaten Mission. Bitte, treten Sie doch ein. Sehr liebenswürdig. Doof tritt ein. Doof ist die Abkürzung von Dauphin. Nehmen Sie Platz. Danke sehr. Ein gemütliches kleines Nest haben Sie sich hier gebaut, Miss Hammond. Oh ja, ganz gemütlich. Ganz gemütlich? Da schlafen Sie mal in einem Armeezelt. Oh, das ist ein zweifelhaftes Vergnügen. Wir haben es heute Nacht ausprobiert. Studienhalber, wir inspizieren das Lager für die Regierung. Natürlich ehrenamtlich. Ja, wir infizieren die Regierung und die Armee. Aha, und womit kann ich Ihnen dienen, meine Herren? Es handelt sich um... Es handelt sich um Daniel Forrester. Sie kennen doch Mr. Forrester. Ja, ich kenne ihn gut. Er ist ein wundervoller Mensch. Ja, aber arm, Kindchen, arm wie eine Kirchenmaus. Und todkrank. Ich verstehe gar nicht... Wir auch nicht. Ein armes Jungchen. Der Knabe hält sich für reich. Aber Miss Hammond, Daniel Forrester ist bankrott. Vollkommen pleite. Unsere Firma hat ihn seit Jahren finanziert. Aber wegen seiner aussichtslosen körperlichen Verfassung und seiner hoffnungslosen finanziellen Lage wurde es geheim gehalten. Mein Freund Abendthau und ich haben eine schwere Last getragen. Ja, glauben Sie mir, meine Tochter, der junge Herr hat uns ein Vermögen gekostet. Vielen Dank für die Blumen. Au, Idiot! Aber was hat das mit mir zu tun? Bitte sprechen Sie. Nun, um den Stier bei den Hörnern zu packen? Daniel könnte Sie bei seinem mageren Einkommen niemals ernähren, mein Täubchen. Er kann sich im Monat höchstens eine warme Mahlzeit leisten. Mhm. Daniel! Mein Daniel, pleite. Oh. Er ist verschuldet bis über beide Ohren. Hat er sie deswegen hergesandt? Oh nein, dazu ist er zu krank. Oh, mein armer, armer Daniel. Ich wusste, dass Sie uns verstehen. Verstehen? Was soll ich verstehen, mein Herr? Sie müssen den Jungen aufgeben. Ihn aufgeben? Mein Ein und mein Alles? Niemals. So? Denken Sie einmal praktisch. Wollen Sie mir das Herz zerreißen, Sie Unmensch?
Mein junges Leben lang habe ich auf einen Märchenprinzen gewartet. Er sollte lächelnd auf einem Schimmel dahergeritten kommen und mich zu sich hinaufheben. Und nun soll das alles nur sein wie ein fantastischer Traum. Ich bitte Sie, es gibt doch noch mehr junge Männer mit einem Schimmel. Die entwickelt werden wollen. Seien Sie ein Mann, verzichten Sie auf dieses Wrack. Niemals! Ohne Daniel bin ich nur ein schwankendes Rohr im Winde. Ohne ihn bin ich ein Nichts. Also gut, Miss Hammond. Machen Sie ein Angebot. Wie ist Ihr Preis für den jungen Menschen? Für seine Freigabe. Sie wissen ja, wir arbeiten ehrenamtlich. Wollen Sie mich etwa bestechen? Im Gegenteil, im Gegenteil. Wir sind edlen geblüht. Sie sollen ihn nur freigeben. Meine Herren, bitte. Sie bringen mich ganz durcheinander. Wie steht's, Miss Hammond? Wir erwarten Ihre Antwort. Oh, Sir. Oh, nein. Nein, Herr... Morgenreif. Morgentau. Morgentau. All Ihre Schätze reichen nicht aus, um mich zu diesem Opfer zu bewegen. Siehst du, ich hab dir gleich gesagt, es reicht nicht. Du solltest mit $3 anfangen. Hinaus, ihr Räuber! Oder soll ich euch Beine machen? Mein Hut! Raus, aber schnell! Wollen Sie Daniel auf dem Gewissen haben? Hinaus! Hinaus! Hinaus mit Ihnen, Sie! Sie Scharlatan, Sie! Was heißt denn Scharlatan? Raus! Die hat vielleicht Haare auf den Zähnen, ne? Warum flennst du auf einmal? Ich bin verliebt in Sie! Ich bin verliebt! Komm jetzt! Das war ein schweres Stück Arbeit. Die Frau war nicht drum zu kriegen. Es hätte mich nur ein Lächeln gekostet, wenn ich nur gewollt hätte. Angeber, was verstehst du schon von Frauen? Tag, Freunde. Oh, guten Tag, Chef. Wir haben eine große Überraschung für Sie. So? Wir laden Sie heute Abend ins Kino ein. Herr Daniel, Sie dürfen heute bis 10 Uhr aufbleiben. 10 Uhr 10, ausnahmsweise. Ja, und es gibt einen Mickey-Maus-Film. Oh, das ist sehr lieb von euch, aber ich bin schon mit Ginger verabredet. Sie sollen doch nicht mit Mädchen ausgehen. Sowas ist gefährlich. Sowas kann sich auf Ihr Herz schlagen. Oh, das hat es schon. Gewaltig sogar, mein lieber Freund. Komm. Na, du komm mal her, beeil dich. Was denn? Unsere letzte Rettung ist Sergeant Hippo. Wir werden ihn um Rat bitten. Das kostet aber eine Kleinigkeit. Egal, das ist es wert. Wo willst du hin? Na, zum Sergeant, du Trottel. Du kannst dann zur Raserei treiben. Was ist? Reinkommen. Ja. Hey, wo bleibt deine Kinderstube? Soweit ich mich erinnere, wolltet ihr zum Wochenende wegfahren. Nein, dazu sind wir viel zu gern hier. Wir brauchen mal Ihre Hilfe, Sergeant. Dazu bin ich ja da. Also los, raus mit der Sprache. Daniel spielt mit seinem Leben. Mhm. Wenn's weiter nichts ist. Der Ärmste ist von einer Frau erblindet. So? Wie heißt sie denn? Wie irgendwas zu trinken. Ginger. Whisky. Ginger. Sie kennen sie auch? Siehst du, die kennt jeder Affe. Sie ist Daniels Untergang. Das kann man wohl sagen. Ich wusste, dass Sie uns verstehen. Beeilen Sie sich, ehe es zu spät ist. Er hat uns gesagt, dass er am Abend ein Rendezvous mit ihr hat. Und das müssen Sie unbedingt verhindern. Aber sehr gern. Weißt du was, Olli? Ja? In seinem Herzen, da ist der Hippo ein guter Kerl. Guter Kerl? Ein Wohltäter der Menschheit. Oh, kommt ja. Schon, wir beißen Sie. Hallo, Sergeant. Na, wo wollen Sie denn hin? Ich gehe aus, heute habe ich Ausgang. Vermutlich mit Ginger, ja? Richtig, Sie haben es erraten. Hände weg von dem Mädchen, ich meine es gut mit Ihnen. Tut mir leid, Ginger erwartet mich. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Wenn Sie einen Funken Verstand haben, dann tun Sie es. Oh, hallo, Sergeant. Lange nicht gesehen. Euer Chef ist ein verdammt mutiger Herr. Wie Sie meinen. Gibt es sonst noch etwas, Sergeant? Ich habe Sie jedenfalls gewarnt. Ja, vielen Dank.
Wissen Sie, dass das ein Angriff auf einen Vorgesetzten ist? Das fällt unter offener Meuterei. Aber ich will's vergessen. Sie haben ab sofort Ausgehverbot und erhalten 3 Tage verschärften Arrest. Ab! Ja, wollt ihr nicht... Wegtreten! Habt ihr dem Sergeant nichts zu sagen? Interessiert mich nicht. Wegtreten, habe ich gesagt, aber ein bisschen plötzlich. Weißt du was, Olli? Was? Ich komme mir wie ein Schuft vor. Was sollten wir machen? Wir mussten es tun, wo wir doch die Verantwortung haben. Arme Daniel! Was sagst du dazu? Divisionsmanöver, generelle Urlaubssperre. Damit ist unser schöner Ausflug im Eimer. Haben wir also mit Zitronen gehandelt. Bin gespannt, was die hohen Herren mit uns vorhaben. Ja, ich auch. Ich hoffe, Sie haben verstanden. An diesem Manöver wird die gesamte Division teilnehmen, meine Herren. Und zwar wird die Division in 2 sich gegenüberstehende Kampfeinheiten geteilt. Die Blaue Armee und die Weiße Armee. Die Blaue Armee, die ein Pionierbataillon zugeteilt bekommt, wird die Weißen in einem Gebiet angreifen, das irgendwo längs des hier bezeichneten Flussabschnittes liegt. Etwa 100 Kilometer von hier. Meine Herren, bevor die Blaue Armee zum Angriff antritt, wird sie eine Pontonbrücke bauen müssen, die gesamte Brigade passieren muss, ehe sie in das von den Weißen besetzte Gebiet eindringen kann. Die Aufgabe der Weißen Armee ist es, die Lage dieses geheimen Brückenkopfes auszumachen und ihn zu zerstören, bevor er fertiggestellt ist. Hey, Chef! Kommen Sie doch mal hier! Wir wollten uns nur schnell von Ihnen verabschieden. Auf Wiedersehen. Es tut uns leid, dass alles so gekommen ist, aber wir mussten Sie vor diesem Frauenzimmer bewahren. Diese Ginger ist ein richtiger Vampir. Na gut, Wiedersehen. Wir ziehen jetzt ins Manöver. Ja, wir sind bei der Weißen Armee. Wir kämpfen gegen die Blaublütige. Und wir haben mit Sergeant Tippo gegen 2 Flaschen Vollmilch gewettet, dass wir gewinnen. Und wenn er Pech hat, gewinnt er. Ja. Oh, man bläst schon nach uns. Auf Wiedersehen, Herr Daniel. Und wenn der Krieg aus ist, sehen wir uns wieder. Wiedersehen. Leben Sie wohl. Auf Wiedersehen. B-Patrouille? Das auch. In der Richtung fahren und Tempo halten, bis Sie zum Fluss kommen. Recht gern. Wir sollen... Oh. Wir teilen diesen Abschnitt, Captain. Ja, Colonel. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Blaue Armee dieses Gebiet für den Brückenbau aussucht. Ich habe gerade einen Spähtrupp losgeschickt, der das Gelände erkundet. Sehr gut. Weiter.
Feld geraten. Bericht der B-Patrouille aus Abschnitt 7. Bis jetzt noch keine Feindberührung. Lassen Sie bis zum Tilgerfluss vorrücken. Bis Tilgerfluss vorrücken. Verstanden. Bis Tilgerfluss vorrücken. Wie tiefer da unten sind Sie? Spähtrupp der Weißen Armee gesichtet. Warum gibst du nicht Zunder, worauf wartest du noch? Die haben ja keine Ahnung. Du siehst aus wie ein Mehlsack. Ich glaube, wir haben den Fluss gefunden. Du merkst doch alles. Wenn wir nun auch noch die Brücke der Blauen Armee finden, kriegen wir unter Garantie einen Ort. Hey, ihr da! Seid ihr von der Weißen Armee? Klar, Patrouille B, das seht ihr doch. Und mit wem haben wir die Ehre? Wir sind die Blaue Armee und ihr seid unsere Gefangenen. Freut uns, meine Herren. Gefangen? Quatsch nicht so viel. Los, rauskommen! Ist mir aber sehr unangenehm. Nimm den Schlüssel raus, damit sie das Auto nicht benutzen können. Gut. Ich nehme dir den Mund, falls die Leibesvisitation machen. Exzellente Idee. Delikat. Kommt schon, baden könnt ihr auch bei uns. Mist. Überbringe zwei gefangene Pfoten hoch, der Weißen Armee. Sehr gut. Meldung an Hauptquartier durchgeben. Jawohl. Die beiden zum Brückenbau einteilen. Jawohl. Nein, für die Arbeit bin ich viel zu zahlen. Los, lauf schon, meine Herren. Auf Wiedersehen. Melde gehorsamst, Patrouille B gefangen genommen. Ich könnte die beiden in der Luft zerreißen. Na, wie fühlt sich der vornehme Herr im goldenen Käfig? Hä? Vielleicht interessiert es Sie, dass Ihre beiden Kumpane von der Blauen Armee gefangen genommen worden sind. Es wurde eben durchgegeben. Noch was? Die Blauen überqueren den Fluss, machen die Weißen fertig und ich habe meine Wette gewonnen. Sie sind ein Genie. Oh ja. Sagten Sie, die Jungs sind gefangen genommen worden? Jawohl. Und wie ich die Brüder einschätze, müssen sie im Augenblick gerade den Pionieren beim Brückenbau helfen. Das sind vielleicht Flaschen, die beiden. Noch haben Sie die Wette nicht gewonnen. Nein. Ich wette $10, Forrester, dass die Blaue Armee gewinnt. Ich nehme die Wette an, Sarge. In Ordnung, mein Freund. Ist ja doch ein Kerl. Hey! Hey! Wo ist der Mann geblieben? Eben war er noch hier. Ach. Hey! Da drüben, aber schnell. Und Sie kommen mit mir. Penelope, jetzt zeig mal, was du kannst. Du fliegst jetzt zu Stan, deinem Herrn. Er hat einen schönen, fetten Wurm für dich. Da drüben ist er! Halt!
Pakistan. Arbeite für die Blauen nicht unbedingt mehr, als du musst. Jawohl. Wie geht's? Prima. Es ist noch immer nicht bekannt, wo sie die Brücke bauen. Wenn wir die verdammte Brücke nicht finden, dann setzen die Blauen über und greifen vor der Flanke an. Meldung von B5 fehlt noch. Ach. Colonel, ich bin überzeugt, dass ich die Brücke finde. Wie denn? Vielleicht mit der Wünschelrute? Nein, indem ich Penelope folge. Dem Vogel? Ja. Der ihn damals so unangenehm aufgefallen ist. Seine Herrchen sind die beiden Gefangenen und er fliegt zu ihnen. Mann, machen Sie bloß, dass Sie wegkommen. Halt, warten Sie. Die Chance ist zwar sehr gering, aber wenn wir nur in die Luft gaffen, können wir überhaupt nicht gewinnen. Die ganze Einheit soll dem Mann folgen. Jawohl. Befehl an alle Kampftruppen. Melde gehorsamst Feind im Anmarsch. Wie weit ist die Brücke, Müller? Fast fertig. Zum Gegenangriff bereithalten. Gegenangriff bereithalten. Gefechtsstand 4. Zum Gegenangriff bereithalten. Zum Gegenangriff bereithalten. Penelope, Onkel Olli fährt sich genauso wie ich. Er kann's bloß nicht so zeigen. Seid ihr nicht im Zoo, verstanden? Marsch an die Arbeit. Heiliges Kanonen. Die Weißen gewinnen ja. Sie haben die Brücke gefunden. Damit haben die Weißen gewonnen. Wir haben den Krieg gewonnen. Und zwei Tüten Vollmilch. Hurra! 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 General, ist das nicht wundervoll? Oh, da ist er! Da ist Daniel! Jawohl! Na, davon! Das liebe Kind, ich bin ja so stolz auf ihn. Ich auch.
Musik.